Aber unsere Taschen sind voll, wir müssten eigentlich. Ja, wir müssen eh wieder zurück zum Nachtclub. Ja. Yeah. Spiel, Spaß und Hoffnung, die gestorben ist. Ja, das fasst ganz gut zusammen. Das fasst es wirklich sehr gut zusammen. Oh Gott, ah fuck, jetzt weiß ich, was da so stark ist. Ja, was? Oh ja. Die Tächer sind Level 92er. Ja, jetzt sehe ich sie auch. Und auch 92er. Ja, what the fuck, warum sind die bei uns beim Questgebiet gewesen? Das ist das halt so, weißt du, wie wir zum einen Questgebiet mal gewandert sind und da auch so welche 70er oder so, wenn ich da entgegen kam. Aber das Tolle ist, ich bin vorm Stadtmitte-Nachtclub gespawnt, also. Danke, weil Level 92er. Also, du bist gerade gestorben? Ja. Oh, ich wurde gesniped. Ich hatte irgendwie Glück gehabt. Ich bin da noch reingeflogen, habe ich es noch rechtzeitig irgendwie anscheinend gesehen gehabt. Ich wurde so instant gesniped, nachdem du gesagt hast, ich weiß jetzt warum. Gut. Diese Erkenntnis durfte ich nicht hören. Ja, aber das ist auch etwas. Dieses Spiel weiß irgendwie nicht so recht mit seinem Level. Also, ich verstehe, man soll ja, mal ein dynamischer sein, aber wie kannst du halt plötzlich so hochlevelige an so nah und nicht deutlich genug abtrennen? Du läufst doch einfach ohne, weil du einfach ein bisschen rumtuckelst zwischen 5er Level da, 17er, 18er Level da, und dann kommt einfach so, oh, ich bin mal ein 90er dazwischen, YOLO. Und dann hat er noch eine Akrobox, wo er dich einfach nur schräg angucken muss, nur bist du tot. Wenn du bereit bist, der galaktischen Oberliga beizutreten, dann triff dich mit dem Anwerber im Unterschlupf im Stadtzentrum. Oh, mein Inventar ist voll, ich kann die Quest nicht abgeben. Meine Rüstung hat irgendwie sehr wenig Haltbarkeit jetzt, aber. Reparier sie doch. Nee. Okay. Normalerweise. Wo mache ich das? Hast du noch nie Rüstung repariert? Nee. Hä? Wieso nicht? Wo mache ich das? Du gehst fast jeder Händler. Statt verkaufen ist da rechts davon nochmal einmal reparieren. Oh. Dann kannst du sagen, alles reparieren. Okay. Okay. Alles gut. Leute draußen. Hast du ernsthaft noch nie repariert? Wow. Nee, ich hatte immer so. Ich repariere jedes Mal, wenn ich in die Stadt gehe. Hier ist jemand ganz cooles. Komm mal kurz dahin, wo ich bin, da ist jemand richtig cooles. Also, optisch. Und ist weg. Oh, das ist cool. Aber ich hab's auf Video. Wie viele Balken hast du? Also wie viele Balken fehlen dir noch? Okay, fehlen, okay. Fünf. Nee, wie viele fehlen? Fünf. Cool. Ach toll, wäre beides mal diese gleiche Antwort gewesen. Oh. Was, Mitte, das, ja. Das sind meistens 10. Ja. Ja. Okay, kann man so. Mir fehlen nur 3. Tja, ne? Jeder, das ist genug für mich, schon. Ist das lustig? Findest du sicher auch lustig? Oder? Hallo? Ich bin nicht da. Blendest du mich jetzt aus? Genau. Red einfach weiter, ich mache einfach nur ein paar Emotes. Okay, ja, harmlos. Ja, ne? So, da, ich habe mich niemals wegen XP aufgeregt, also brauchst du es auch nicht. Ähm.
Oh, hier gibt's ganz viele Klamotten zum Anziehen. Und Zylinder. Zombie? Ja, wenn du den ja einmal einfach kaufst und dann einfach angeklickt hast, dann kann man den ja einfach nur so anziehen. Ja, ich gebe mein ganzes Geld jetzt gerade dafür aus. Das ganze Set. Was, wie Zombie auszusehen? Nee, wie man, ich glaube, so Gentleman-Klamotten. Zombie? Was? Oh Mann! Wir hatten das Thema YouTuber. Das stimmt. Das haben wir gefühlt jedes Mal. Ja, das stimmt. Wap, wap. Da waren die Themen heute erfreulicher. Ja, also wir hatten heute deutlich bessere Themen. Ach ja, um zur Dokumi zurückzukommen. Ach, da waren wir auch mal. Ja, vor fünf Folgen. Ja, echt. Ja, das wirkt halt irgendwie so mehr so, also entweder kauft man ein, was an sich nicht schlecht ist, aber irgendwann kann man nicht mehr. Das stimmt. Meistens sehr schnell, je nachdem welches Merch. Ja, das stimmt. Ich habe mir auf dem Japan-Tag zum Beispiel, weil ich mich nicht für eine Sammelfigur entscheiden konnte, so ein Level 22 fordert mich zum Duell heraus, das muss ich annehmen, Mickey Flash. Da habe ich so eine Mystery Box gekauft für 30 Euro. Aha. Und ich konnte dreimal würfeln und hätte mein Geld zurückbekommen, wenn ich einmal drei Sechsen gewürfelt hätte. Ja. Habe ich aber nicht. Das ist natürlich doof. Ja. Und dann waren drin eine Attack on Titan Tasche. Ganz nice. Oh, das ist neu. Ein Walking Dead Notizblock. Bleach Buttons. Aha. Und crazy Kontaktlinsen. Crazy Kontaktlinsen. In Blau. Aha. Ja. Da ist er. Was ich ganz cool von einem Japan-Tag war. Wie viel hast du dann dafür ausgegeben? 30. Was geht eigentlich, ne? Ja, an sich schon. Gibt Schlimmeres. Ja. Ich meine, hey, ich finde die Sachen ganz gut. Ich meine, Kontaktlinsen habe ich zwar noch keine getragen, aber mal schauen. Vor allem auf dem Japan-Tag fand ich so richtig cool bei den Tokyo Ghoul Cosplays die Ghoul-Augen. Mit Kontaktlinsen. Also so ja. Schwarz und rote Pupillen. War schön. Oh, mein Charakter sieht gerade so scheiße aus. Ich kann dir den gleich zeigen. Ja, dann komm raus. Raus in die weite Welt. Moment. Ich muss ihn gerade fertig gestalten, damit du siehst, was... Wie toll. Oh, das sieht so dumm aus. Nein. Trau dich nur. Ich habe mir jetzt das ganze formale Set gekauft. Ja. Also bin ich jetzt formal gekleidet. Zombie? In rosa immer noch. Rumble? Dieser schrecklichen Hautfarbe und dem schrecklichen Gesicht. Rumble. Hallo! Ich hab keinen Bock auf! Du bist irgendwie Ball. so ein 80er Bösewicht. 60er? 80er? 80er. Die Sachen habe ich mir jedenfalls gerade komplett für einen Tausender gekauft. Ja, gibt Schlimmeres. Haben oder nicht haben, würde ich mal sagen. Durftest du auch würfeln? Und ich habe jetzt eine Schrotflinte. Oh, nice. Puh. So, nun. Puh. Schaffen wir überhaupt noch eine große Mission? Ja. Aha, okay. Das ist ja noch keine Dings-Quest, glaube ich. Wir müssen ja nicht reingehen in das Gebäude, sondern die Quest davor probieren. Das stimmt. Ja, yeah. Oder die Energie. Wie heißt die Quest, die wir jetzt machen? Mit wem kurz abgleichen, ob wir beides Angst ist gelb. Ah ja. Weil jetzt. Jetzt stimmt, wir haben echt gedacht. Oh, da kommt jetzt im Grunde doch noch mehr als. Eigentlich ist es schön, dass es doch noch mehr ist. Jetzt kommt ja Green Lantern. Ja. Wo wir natürlich auf der Sinistro-Seite sind.
Ja, an sich ist es cool, dass man gegen all die Justice League ganz kämpft. Ich verstehe schon, dass es an sich ganz cool ist, aber... Hey, da ist Hawkman! Wo? Hawkman, Level 46. Was? Komm zu mir, du musst Hawkman sehen. Ich bin auf dem Weg. Der ist da einfach mal so random. Oh, da hat Sache, lol. Hihi. Hab ihn angeschossen. Ja, mein Max sind seine HP. Und dann gibt es noch die andere Seite der Dokumi. Wo du irgendwelche Show-Acts anschauen kannst, so wie ich es verstanden habe. Ja. Da gibt es manchmal Sänger aus irgendwelche, die semi-gut singen, einfach so Fan. Leute, ja, ne? Karaoke-Wettbewerb habe ich auch am Japan-Tag gehört. Ja, aber nicht Karaoke, sondern eben die so ein Fan-Dub-Sachen mäßig sind. Ja. Aber es gibt auch einen Karaoke-Wettbewerb. Es gibt dann halt tatsächlich, gibt es dann auch meistens ein, zwei japanische Künstler, also die auch tatsächlich dann richtig Musik machen. Ja. Und es gibt dann auch noch meistens so Laientheater. Also ja, da das ist ich, ja, einfach Cosplay-Theater. Das ist halt einfach Theaterstücke. Könnte sein wie irgendwie was Kingdom Hearts oder irgendwie Yandere Simulator. Ohne Witz, es gibt tatsächlich in Russland gibt es einen von Yandere Simulator. Das habe ich vor ein paar Tagen mir angeguckt. Das ist ein 10-minütiges Theaterstück über einen Yandere Simulator. Lol. Ja, es kann ich dir mal schicken. Das ja, ist gerne. Ist halt komplett auf Russisch, man versteht nicht wirklich was, aber... Ja, hey, lerne ich kurz dafür. Es ist sehr, sehr eindeutig, was da passiert. Ja gut, beim Yandere nicht schwer. Daher. Aber ja, so da habe ich mal auch was auf YouTube gesehen, irgendwas Deutsches. Vielleicht sogar von da. Ja, dann gibt es die Charakterversteigerung, habe ich online gesehen. Oh ja, also Personenversteigerung. Ja, du kannst Leute für 2 Stunden als Kollegen, Begleiter kaufen. Ja, das finde ich sehr kritisch. Ich finde es ein bisschen strange. Ja, gerade glaube ich, kann ich mir bei den Leuten vorstellen, wo einfach dann doch keiner wirklich will. Das ist, glaube ich, der saddeste Moment of life. Du sagst, wer will mich? Ja. Ein Euro. Komm schon. Verkauft an den komischen, zwielichtigen Mann in der hinteren Ecke. Für 1 Euro. Ist ja. Ich schieb wohl seppen. Ne, vor allem. Ich meine, gut, das Geld kommt dann irgendwo gespendet und so. Ich meine, okay. Kein Problem damit. Aber ich verstehe nicht ganz, wenn du dir jetzt so, komm, ich miete jetzt diese Person für, was weiß ich, 40. Ja. Für 2 Stunden. Warum? Also, ich habe gelesen, die sind dann in Character, aber... Es ist halt trotzdem super strange und dumm. Ich find's eher peinlich. Yes. Vor allem so, hey, ich habe gerade 40... Vor allem, man weiß ja die Info. Ja, ich habe gerade 40 Euro ausgegeben, um 2 Stunden zu verbringen. Ja, es ist, glaube ich, was sehr Spezielles. Also, falls ich hingehe, schaue ich es mir an, aber ich finde es super strange. Also wirklich sehr interessant strange. Bändige deine Angst, Erik, und wir können erneut zusammenarbeiten. Vor allem, ich verstehe nicht mal warum. Hat es nicht. Es ist doch Spenden, oder? Ja, schon, aber. Ich meine, Spenden sind ja schon toll. Aber. Wenn es so komisch ist. Du komisch. Du Wappen. Mach sie alle, Drecksirkling. So, jetzt müssen wir noch einfach 5 Green Lanterns besiegen. Ja, wir dürfen keine Rekruten besiegen, die haben wir schon alle fett gemacht. Oh, da ist ein Ausrufezeichen. Ja. Oh Gott, da kämpft gerade Helden. Oh Gott, eklige Helden. Eklig.
Das Green-Lantern-Corps. Räuber der rechtmäßigen Manhunter-Position als rechte Hände des Wächters. Oh, ich kämpfe gerade gegen einen Friedensbruder. Ja, ich auch. Oder vernichten. Cool. Wobei, Dokumi, ich habe auch gesehen, die haben ja auch irgendwie so sowas ähnliches wie Takeshis Castle dieses Jahr. Oh, wow. Ja, es könnte gut werden. Ja, könnte. Was an sich auch irgendwie lustig ist. Ja. Dann haben die ja ihr Speed-Dating-Event. Der hier arbeitet für die Green Lanterns. Ja, ja. Schnappt sie! Ja. Alles klar. Ja, warum nicht? Kommen genau. Leute von überall kommen da hin und dann. Ja. Nee. Nee, das. Damit habe ich kein Problem. Nicht wie mit der Charakterversteigerung. Naja, ich sag mal so. Wenn Speed Dating nicht funktioniert hat, ne? Dann kannst du halt kaufen. Ja, hinterher einfach kaufen. Das ist die richtige Reihenfolge. So, ach, niemand gefunden. Komm, geh zur Charakterversteigerung, dann hast du wenigstens für 2 Stunden. Bist du nicht alleine. Also du darfst schon wieder, aber. Ey, guck mal, die mit dem Bogen, die ist voll cool. Sie hat zuerst Squid-Klamotten. Hast du es gesehen? Ja. Da hat jemand Bogenfähigkeit. Ich glaube, die musst du kaufen, oder? Nee, kannst du auch so haben. Bogen? Bogen, ja. Ja, gut. Die hatte Assassin's Creed Hoodie und so weiter. Oh ja, doch, ich glaube, ich weiß, wenn du. Ah, ja, ja, da, genau, die ist mir vorher schon aufgefallen. Oh, Level 26. Und du? Also, ich bin jetzt schon echt gemein. Ne? Mich einfach so drüber aufregen, jetzt so drüber frönen. Green Lantern-Ringe stellen ein hartes Lichtkonstrukt, das auf der Willenskraft der Benutzer beruht. Brich ihren Willen. Und schon gibt es keine Konstrukte. Die Schlacht ja. In der Nähe des Rats ja, ne? Übrigens, ich habe schon 2 Balken im Level 26. Du denkst, du weißt, was Angst bedeutet? Dann kannst du einigen. Sie helfen dir. Du hast dich für die falsche Seite. Jo, ne? Ja. Okay. So, wo geht's jetzt hin, eigentlich? Ja, die Quest. Welche Quest? Die Quest. Hä? Folgt der Quest. Der Typ da oben. Achso, dieser eine mit dem Ausrufezeichen. Ja. Ne, der oben, der fliegt. Achso. Das ist gar nicht Hauptquest. Nee? Doch. Das ist die Hauptquest. Der Typ, der da oben fliegt. Wahnsinn. Der Ausbilder Krol. Ich lege den Hals um. Hä? Ah, nee, hier unten, das ist eine Nebenquest. Ja. Daher. Ja, dann machen wir die Hauptquest. Oder gehen wir zumindest hin. Ja, dann, Wir können jederzeit weitergehen. Ja, am finstersten Tag. Warte, wie geht das nochmal? Am finstersten Tag in. Oh, ich konnte das mal. Den Green Lantern Spruch. Aha. Komm, wie geht der noch? Ich bin kein Experte im Gebiet Green Lantern. Aber das ist doch der bekannteste Spruch. Selbst in dem komischen Green Lantern Film mit Ryan Reynolds kann du. Opfer. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Wir sind Assassinen, wir was? Der Kopf geht für Akilo. Gefährlicher Verbrecher aus dem Antimaterie-Universum und Vertraute des Verbrechers Sinestro. Ich meine hier, ich könnte jetzt wahrscheinlich die ersten paar Verse von Die Bürgschaft von Schiller auf. Aber. Nein, voll uncool. Oh. Niemand weiß mein Talent zu schätzen. Aber das Green Lantern-Ding? Nee. Am hellsten Tag in schwärzester Nacht entgeht nichts Böses meiner Wacht. Wer finsteren Mächten sich verspricht, der hüte sich vor Green Lanterns Licht.
Das hast du gerade sehr schön gegoogelt. Ja, ne? Okay, jetzt ich. Nee. Da kommt mal ein extra Video über die Bürgschaft von Schiller. Und was er uns damit sagen will. Keine Ahnung, was... Wir kommen von Manhunter, nehmen wir auch noch an, was er machen will. Deine Befehle lauten, die Green Lanterns auszuschalten und die Bombardierungspeilsignale an ihren Leichen zu befestigen. Gott, die sind ausreichend funktionsfähig. Ja, besiege die Green Lanterns nur noch. Aber hier sind so wenige. So. So viele Green Lanterns hier. Das sind halbe. Schlimm. Es ist absurd, dass einfach in der Stadt. Es ist halt ein traurigster Tag, wenn in der Stadt gleichzeitig alle. Oh, Wayne greift an. Übrigens, alle anderen Bösewichte und Gute greifen gleichzeitig auch an. Ja, ne? Gibt kein Chaos oder so. Nee, ne? Was? Roboterstimme. Ich bin ein Roboter. Ist nicht mehr. Oh Mann. Nein, die Roboterstimme sorgt immer schon dafür, dass es nicht cool ist. Ja, ne? Ah. Hey, das Gute ist, so haben wir nochmal ein paar Aufnahmesessions, wenn es so weitergeht. Ja. Yeah. Weil wir kommen sicher nochmal nach Gotham. Ja. Yeah. Weil wir müssen ja definitiv noch Superman und Batman bekämpfen. Ja. Yeah. Diese Begeisterung. Ja. Yeah. Yes. Fertig? Die Green Lantern Sache? Ja. Ja. Ich scanne gerade die Energiesignaturen vom Sinestro und des Green Lantern Corps. Sie scheinen von den... Ja, ich glaube, die nächste Quest wäre eben Bosskampf. Das blockiert den Zugang zu... Nee, ist nochmal draußen. Okay. Gut, dass du schon so weit bist. Ich bin nämlich noch ein bisschen hinter hier. Das ist wirklich faszinierend. Die Green Lanterns haben Konstrukte entworfen, um die gelben Vorstringe einzudämmen. Und das Sinestro-Korps von seinen Kräften abzuschneiden. Hole die Ringe dort heraus und verhindere, dass die Green Lanterns die Oberhand bekommen. Ja, aber ich glaube, mehr als die beiden Grundfarben gibt es, glaube ich, in dem Spiel nicht, oder? Nein, da müsst ihr erstmal wieder 5 Quests machen und dann kommt die Quest rein mit den... Mit den Red Lanterns. Letzter Überlebender des Planeten. Oder DLC. Tod oder lebendig gesucht wegen Hilfe und Vorschubleistung für das Ich finde eigentlich ganz putzig, dass plötzlich nach Jahren einfach dann sagen, ja, es gibt übrigens den Regenbogen, es gibt die blauen, es gibt die gelben, es gibt die orangenen. Aber lad mal Valenti, die ist wahrscheinlich in dem Ding, die mit dem Bogen. Weil die so cool aussieht? Ja, genau. Und die ist ja auch noch Speedster. Ja. Ja, willst du nur wieder mit noch einem Speedster? Boah, nee, bitte. Doch. Wir müssten einfach mal in eine andere Ecke, wo auch Gegner sind. Ach, Manhunter, was machst du denn schon wieder? Laut Observierung ja, Manhunter. Bist du im Terminieren von Green Lanterns ausreichend funktionsfähig. Es ist alles gesagt. Weißt du, was er sagt, wenn er Man sucht? Wo Man? Alles klar. Alles gut. Es gibt diese Momente, da weiß man nicht, was man erwidern soll. Was sagt man da jetzt? He-Man. Wie viele denn noch? Oh, das ist die Kugel. Oh, krass. Wo musst du den ganzen hinbringen?
ganz nach da hinten. Ja. Oh, kack Green Lanterns. Blicken die nicht, dass wir stärker sind als die. Ja, echt. Mann. Aber als Kind fand ich eigentlich Green Lanterns ist eine der coolsten Fähigkeiten überhaupt. Ja, kann ich nachvollziehen. Weil du musst halt genau das so gut, was du in deiner Fantasie erschaffen kannst, kannst du erschaffen. Ist halt schon eine coole Fähigkeit an sich. Ringstatus Gericht. Green Lantern 1512 verstorben. Und ich fand Superman immer und immer noch irgendwie so meh. Ja, obwohl es halt in der Theorie halt voll das Mächtigste wäre, wenn man sagen würde, Superman. Ja, aber ich glaube, das ist genau das Problem. Ja, ich glaube, ja. Wie jedes Mal diese gleiche Aussage kommt, Statusbericht. Oh ja, nur noch 5. Ach ja, ich weiß auch damals, als wir mit dieser Quest angefangen haben. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde das gerade immer noch spannender als diese Roboter, wo wir aufpassen mussten und... Das fand ich so richtig übel. Allgemein diese ganze Affengegend war anstrengend. Finde ich eigentlich, mit Green Lanterns hat mir noch nichts zu tun gehabt. Nö, finde ich auch interessant. Obwohl, irgendwie ist es auch in Ordnung, weil es halt schon übernatürliche, mächtigere Wesen sind. Aber ich fand auch den Kampf gegen die Flash, den fand ich auch cool. Ja, nachdem wir den geblickt haben. Ja. Ja. Nein, Valenti Flash, geh nicht. Geh nicht. Oh, ich folge dir. Ah. Oh, wie viele Kugeln müssen wir denn noch bringen eigentlich? Alle. Ah, noch 2. Noch ein. Jo. So, jetzt einfach nur noch befreie Gefangene im Kraftringe zweimal. Besiege die Green Lantern. So, kaputt. Kaputt. So, jetzt einfach nur noch 2 Green Lanterns besiegen. So, das ist einer. Und grün sind alle meine Kleinen. Was? Grün ist alles, was ich hab. Das ist schon traurig. Kind hat Flashbacks. Ja, irgendwie schon. Fertig. Abgeben. Wie viele musst du noch? Ich bin fertig. Cool. Ich bin ready. Oh, mein Inventar ist voll. Ja, meine auch. Wegwerfen. Ringstatusbericht. Green Lantern 1512 verstorben. Scannerraum Sektor 1512 nach geeignetem Ersatz. Yeah! Level 27! Wie an Silvester. Ich kann eine riesige grüne Energiesignatur am Rathaus sehen. Die Green Lanterns müssen eine Art Energieregulator für ihre Ringe herstellen. Ja. Beende das. Okay. Dieser Krieg ist vorbei. Nichts? Nichts? Wir sollen gehen. Es heißt, die Green Lantern Ringe. Mr. Beef. Also ich bin jetzt vor der Höhle. Und bin jetzt echt fertig mit der Welt. Ich gehe jetzt dieses Gebäude vor mir hoch und dann bin ich auch fertig mit der Welt. Aber davor nicht. Davor. Willst du erst noch leveln? Huch, Level 30. Ich weiß ja jetzt nicht, wie das passiert ist. Aber guck mal, so kann es echt dann passen, dass wir gegen 30 tatsächlich... War nicht Level 30 Max-Level? Ja. Also Level 30 ist ja das, ab dem du die DLCs... Ja, okay, dann... Dann könnte Green Lantern und dann könnte halt echt noch irgendwas mit Batman am besten kommen. Ja, Badminton. Schon wieder. Again. War in der anderen Folge, wo du einen Witz gebracht hast, dann ist es völlig okay. Stimmt sogar wahrscheinlich.
Okay, Leute, ihr habt gehört, es ist okay. Ja. Helden kassieren mehr Kopfgelder als Schurken. Stimmt das bei dir gerade auch? Ja. Das ist eine wichtige Info, die wir gebraucht haben. Eigentlich. Hallo? Also kriegt Deadshot weniger. Was? Hallo? Kriegt Deadshot weniger Geld als Batman? Was ist das überhaupt für eine Frage? Ich wurde gerade zum Duell herausgefordert von einem kleinen gelben Speedster. Ja, zeig mal deinen Hass auf die Speedster-Rasse. Nee, dadurch, dass ich halt der Pfeiler geskillt bin, ist es halt, wäre es echt dumm. Nein, nein. Ich hab jetzt auch jeden, der mich herausgefordert hat, verloren, also. Ja, gut, der war halt 6 Level unter mir, aber bei dir nur 5, aber ansonsten. Ja. Was wolltest du sagen? Also, erstens, wir waren richtig krass. Ja. Ja. Das erste war nur, weil dann hören die Leute danach auch noch zu, nach der Pause. Auf jeden Fall Menschen. Da draußen. Menschen. Menschen, ja. Passt auf euch auf, lasst euch nicht bei einer Versteigerung versteigern. 2 Stunden können nämlich lange sein. Und nimmt uns beide Schurken als Vorbilder. Krasse Schurken sind wir halt. Evil, Knievel. Ich weiß nicht, ob Schurken sowas sagen. Ich bin mir also echt. Unsere beiden Deppen würde ich so einschätzen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ey, du bist heute oder in dieser ganzen Aufnahmerunde keinem Taxi oder irgendwelchen Verbrecher hinterhergerannt. Was? Ist die Verbrecherwelle geendet oder ist es mir jetzt einfach egal? Ja, auf jeden Fall, Menschen. Ja. Bleibt schön. Was hast du vorher gesagt? Bleibt einfach geschmeidig. Bleibt geschmeidig, wie eine gute Handcreme. Hey. Wapp, wapp. Wapp, wapp, sum, sum. Ciao, Menschen. Ciao, Menschen.